Nennt ihr das etwa Straßensperre? Herr Bezirksvorsteher, das war ein schneller Wagen. Das war doch ein schneller Wagen, oder? Das war ein ganz schneller. Und unserer fängt bei 85 zu qualmen an. Ah, endlich. Wo treiben Sie sich denn rum? Aber Herr Bezirksvorsteher, ich habe mir erlaubt, Privatinitiative zu entwickeln. Ich habe ein paar Sonderrunden gemacht. Ausgerechnet jetzt. Es wäre vernünftiger gewesen, pünktlich hier zu sein. Heute Nacht ist aus dem Museum ein Rembrandt gestohlen worden. Wert mehrere Millionen. Donnerwetter, wenn ich mal so viel Geld in die Finger kriege... Mein Herr, ich bin nicht fest aufgelegt. Sie haben einen verdächtigen Wagen vor der Nase und lassen den wegfahren. Ist das Spaß? Ein verdächtiger Wagen? Was denn für einer? Ein neues, knallrotes Cabriolet, Chef. Es soll ein Mustang sein. Ein Mustang. Ihr habt schon einen alten Peugeot mit einem Volvo verwechselt. Ein Mustang, dass ich nicht lache. Diese Trottel haben sich noch nicht mal die Nummer notiert. Es hat so gestaubt. Aber wenigstens haben wir den Fahrer gesehen, stimmt's? Gesehen oder haben Sie ihn erkannt? Aber Herr Bezirksvorsteher, das ist doch Wortklauberei. Haben Sie ihn gesehen oder haben Sie ihn erkannt? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Gesehen. Er war von kleiner Gestalt. Sein Kopf war schon halb kahl. Die Sonne hat zwar sehr geblendet, aber... Er ist ein bisschen zu schmal geraten, schon ein bisschen ausgetrocknet, oder? Also sah die Person etwa wie euer Reviervorsteher aus. Er sah genau so aus. Ja. Aber das ist doch... Das hätten Sie uns doch gleich sagen. Aber es war doch nur ein Spaß. Ich bitte Sie, Sie können wegtreten, meine Herren. Achtung! Wegtreten!